Dieses Scheiß nachladen. Wie sieht's bei dir aus? Also ist das nur noch der Wielermann? Nee, ist noch. Wielermann noch irgendeiner. Schmeiß den Turm irgendwo hin, egal. Ja. Einer schießt auf mich. Von hinten kommen die. Alter. Ich liege. Container, Alter. Container. Ich laufe durch den Dreck hier. Ich weg. Weg. Daten ans JTF-Netz hoch. Haben wir es geschafft? Reaper hat sich mit ihnen verlobt. Was? Unser Gespräch vom Edeka wieder aufzugreifen. Haben sie was gegen Schwule? Nein. Der war so geil. Never ever. Ja, ich hab jetzt glaube ich so ziemlich alles gelootet. Ich scanne nochmal, gell? Ich könnte ein bisschen Muni vertragen. Hier geht ein Seil runter. Egal. Da ist eine Kiste, glaube ich. Ja, auf der anderen Seite ist auch nochmal Elektronik. Ich guck mal gerade wegen dem Seil, weil ich hab gerade eben noch nicht Kistenanzeige gehabt. Was ist denn das für ein dämliches Ding? Da kann man hier irgendwo rein. Tatsache. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Einfach gegen die Wand laufen, Steuerung. Ich liebe den Fenster. Ne, muss schon alle Fenster einmal ausprobieren. Ja. Total bescheuert eigentlich. Hallo. Hättest du auch genauso gut durch den Elektronikladen gehen können. Nach den letzten paar Tagen habe ich mit nichts Gutem mehr gerechnet. Aber es passierte. Miko war da. Sie hat mich erkannt und reingelassen. Sie wohnt im dritten Stock und hat noch Strom. Ich schreibe jetzt gerade beim Schein einer Glühbirne. Wahnsinn, wie schnell sowas ungewohnt erscheint. Mikos Partner Drew ist Krankenpfleger. Er hat wahrhaft Unglaubliches aus den ersten Tagen der Sonne. Scheiße. Wenig Sachen.
Agentenspur entdeckt. Ja, jetzt fragen wir, wo du bist. Im Safehouse. Ist denn reingekommen? Ach, hier die Tür. Ja. Ich bin hier reingegangen. Ja, okay. Ja. Oh, yeah, oh, yeah. Und wenn ihr mit uns, dann seid ihr nicht nur Überlebende, sondern auch Masochisten. Nun, ich setze mein Vertrauen. Sie betreten einen sicheren Bereich. M1A Classic für 4000 Schaden. Gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Was Sie sehen, wird Ihnen gefallen. M44 Jagdversion, das wäre so eine Sniper, ne? Ja. Wie kann ich das nochmal vergleichen? Gegen? Okay, glaube ich. Ausgewählt, angelegt, ne, ich muss ja nicht. Ich bin da, wenn Sie sich umentscheiden. So. Nein. 2221. Ja, die machen 500 Schaden mehr. Achso, da kommt noch was Blaues. M1A4 Classic. Was ist die Pumpgun? Eine große Sache. Wir sehen uns. Ich bin schon gelootet. Ist das hier auch zu mir? Ist das das, was wir jetzt sind? Nach 9-11 sind wir zusammengerückt, haben einander geholfen. Jetzt jagen wir unbewaffnete Mütter durch die Straßen, nur weil sie eventuell etwas Brauchbares haben. New York, was passiert mit uns? So, was haben wir hier? Bisschen mehr Leben. Gut, kann ich nicht schauen. Die können wir noch nicht anziehen, aber die Verwarmung ist besser. Wo funktioniert die Elektronik nicht? Braucht man die? Objektstufe 12? Sagt mir nichts. Hier. Der. Und last but not least, ja, die können weg. Okay, Mrs. Robinson, bereit, wenn Sie es sind. Ich bin schon draußen. Wo sehe ich denn meine Punkte hier bei? Wie
viel ich schon für mein Technikzentrum gesammelt habe. Kann man das irgendwo sehen? Bitte? Kann ich irgendwo sehen, wie viele Punkte ich schon freigeschaltet habe für mein Technik? Ja, ich glaube mit Escape. Schritt Fähigkeiten, Inventar. Los. Alter, hier geht's ja richtig ab. Okay, ich glaube. Leck mich am Arsch. Warnung! Verlassen des sicheren Bereichs. Über die Leiter. Ja, danke. So alt bin ich nur auch nicht. Schon alles erledigt, ne? Ist da noch mehr oder was ist das? Nix eh. Zwei. Gibt ja noch so. Sind die denn? Oder? Muss auf die raschen. Letztes Safehouse und dann. Kommt. Genau. Beziehungsweise dann werden wir eine der Hauptquests machen. Und vorher darfst du dann auch noch zu deinem Sicherheitsblock zurück, wenn du dich upgraden kannst. Zu meinem was? Zu dem Sicherheitsblock einmal kurz zur Mainbase, falls du upgraden kannst. Oh, ernsthaft? Zielt und schießt, ja, mach ich auch. Ich hab noch nicht. Mehr. Außer jetzt, Headshot, Tor. Ich brauch einen Sniper. Ihr könnt nicht mal kämpfen! Hast du einen Shotgun? Was? Hast du Shotgun in der Hand, oder? Nein, ja, Sniper. Ich hätte gerne vernünftiger. Where are you? Hier vorne, ich guck halt nur mal gerade. So leere. Ne, da ist nichts da. Vorne kriegen wir Besuch. Warte. Aus der Entfernung. Huha! Oh, jetzt geht's wieder angenehmer weiter. Ja, das gleiche habe ich gerade auch gedacht, wo ich gesehen habe, dass der nur Level 12 hat. Warte. Das würde mich jetzt schon reizen. Die ist nicht hier, die ist drüben, auf der anderen Seite. Das ist eine Leiter, deswegen hat mich das jetzt gerade interessiert. Ist ja eigentlich relativ ungewöhnlich, sage ich mal, dass man hier Leitern. Oh, wir stehen zwei. Ist das Telefon? "911, um welchen Notfall geht es?" "Ja, hallo, ich bin an der 21st East.
Ecke, Third Avenue. Meine Freundin ist krank. Grippe oder sowas. Sie ist zusammengebrochen und steht nicht mehr auf. Atmet sie noch? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ihre Stirn ist ganz heiß. Sie ist blass und verschwitzt. Okay, achten Sie darauf, dass sie auf der Seite liegt. Okay, ja, tut sie. Können Sie einen Krankenwagen schicken oder so? Sobald wir können. Wir haben ungewöhnlich viele Anrufe in den letzten Tagen, aber wir kommen so schnell wie möglich. Bleiben Sie bei Ihrer Freundin und warten Sie auf uns. Na toll. Scheiß Navigator. Ich bin gerade einmal im Kreis gelaufen. Die Stats, das ist jetzt nicht gesagt, mir wird das nicht aufgefallen. Ich werde es stundenlang machen. Nee, ich hatte gerade wirklich nur. Achso. Türen einmal schließen, wenn auch muss. Ordnungshalber. Hier sind böse, oder? Ne, sind wir hier gut, glaube ich. Wollte ich das sehen? Besser sie als ich. Alle lieb. Noch ein Telefon. Ich habe die Farm gekauft. Was sagst du? Ja, ich habe eine Farm gekauft. 16 Hektar Land in Virginia. Du machst Witze. Direkt in der Blue Ridge. Fast alles gerodet, nur etwas weit hinten raus. Und es gibt ein Gehöft. Ich werde Hühner züchten. Du bist ein Stadtjunge. Du hältst da keine Woche aus. Vielleicht halte ich es hier keine Woche aus. Vier Leute aus meinem Haus liegen mit dieser Grippe im Krankenhaus. Einer ist tot. Ich verschwinde. Und das solltest du auch. Ein Ausstattungshändler. Schade, dass nichts draus geworden ist. Aber was sie kaufen, ist ja. Ich hab eben mal. Wow. Den Rucksack geholt. Sie sind der Division Agent, oder? So, jetzt können wir mit der Schnellreise rein, theoretisch erstmal zur Mainbase. Aber sie sehen abgefahren aus. Also, sie sind natürlich. Und dann müssen wir per Schnellreise zum Safe House. Unten rechts. Tenderloin, oder wie sich das schimpft. The Meat Locker. Das Safe House. Da ist dieser eine Auftrag Napalm-Produktion in der Nähe. Der ist in unserem Levelbereich. Dann ist noch ein, hab ich zumindest noch einen Medizin-Quest offen. Und dann müssten wir rein theoretisch die ganzen Kampf- und Nebenquests alle noch machen. Also jetzt Meat Locker direkt hin, ja? Nee, Operationsbasis. Du willst hier dein Ding noch upgraden oder nicht? Ich weiß nicht, ob ich genug Punkte habe. Also ich reiß mal eben hin mit 500 Punkten. Also ich habe 660 Punkte habe ich. Ja, dann sollte ich ja... Geh mal mit der Maus über deine Operationsbasis. Warte, mal eben. So. Ja? Und da siehst du, wie viele Punkte du hast. Achso. 680. Ja. Okay, dann machen wir das. Behalte ich den Geschützturm? Oder behalte ich den... Das ist die Frage. Aber ich denke ja, ich behalte den Geschützturm, dann mache ich das andere da mit dem Sprengstoff weg. Wie würdest du das handhaben? Warnung! Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Danke, dass Sie diese Rikers Lady ausgeschaltet haben. Ich wünschte, ich könnte selbst. Schön, Sie in einem Stück zu sehen. Epi benutzt. So. Kommunikation. Fertigkeitssuchermine. Was haben wir sonst noch? Nur mal gucken. Haftgranate, ne. Wasseraufbereitung, Geschützmod. Steigert den Schaden des Geschützes und markiert angegriffene Ziele, was sie für Verbündete sichtbar macht. Talent. Ne, wir machen jetzt das erste. Okay, damit kann ich arbeiten. Sie sind ziemlich geschickt, wissen Sie das? Okay, neue Fertigkeiten können angelegt werden. Es gibt
geht hier nicht nur um Strom, sondern um Menschenleben. Wir müssen das nee. Was ich Charakter aussehen, Charakter kann sein. Verwaltung, Karte, Inventar, Fähigkeiten. Wir haben jetzt Mods für eine ihrer Fähigkeiten entsperrt. Mods verbessern eine weitere ihre Fähigkeiten und neue Funktionen. Fertigkeitsmods anzeigen F. So. Okay. So. Ja, gut, dass ich noch keine Webcam habe und sagen kann, dass ich jetzt ein leckeres Energy-Getränk trinke. So, ich muss mich jetzt... Was behalte ich? Den Turm oder dann... Ja, den Turm behalte ich, ne? Weil du kannst den ja auch skillen, dass der mehr Schaden macht. Ja, ja, klar. Dann nehme ich die Haft, das Haftgedöns raus. So, ich möchte das jetzt auf E legen. Warte, E und Q. Ne, das machen wir jetzt mal anders vernünftig. Q soll die Granate sein. Q soll die Granate sein und E soll der Turm sein. Nein. Das kriegen wir noch ein schönes. Ich jetzt nur dran gewöhnen, dass ich die Tasten umgelegt habe. E-Turm, Q-Granate, E-Turm. So, was haben wir sonst noch? Talente. Technologie. Ich muss mich für ein Talent entscheiden noch, ne? Oh ne, ich hab... So. Noch gar keins. Das Abschließen einer Bewegung von Deckung zu Deckung steigert den Waffenschaden 10 Sekunden lang. Oder wir nehmen das Töten eines Gegners durch eine Explosion, steigert den Explosionsschaden 15 Sekunden lang um 40. Das liegt ja bei dir. Sicherheit. Ein Kopfschuss auf einen Gegner markiert ihn.